Eine mal ganz kurz, späten Abend. Muss ein bisschen leiser sein. Sag euch die Tunika, die ich jetzt vor ein paar Wochen genäht habe. Und jetzt werde ich euch das Kostüm zeigen, was ich gerade jetzt genäht habe. Die Sauben müssen nur umgenäht werden. Aber das mache ich morgen. Zeige euch nur das groben Komplett mit dem neuen Gürtel. Aber noch ohne Gürtelschnalle. Den muss ich auch noch fertig machen. Aber das ist egal. Muss ein bisschen aufpassen, der Fussel ein bisschen noch. So. So. Einmal so. Jetzt ziehe ich einmal den Gürtel rüber. Nur ganz grob, dass ihr seht, hier müssen noch ein paar Sachen gemacht werden. Klettband dran, das zeige ich euch mal in der Perspektive. Ihr seht selber Schlitze, muss ich noch umnähen, noch die Seiten. Das muss auch gerade gemacht werden hier oben. Der Klettband geht bis hier. Länge ist ideal. Lichterschnitt habe ich jetzt gerade eben mal eine halbe Stunde das ganze Kostüm zusammengenäht. Wenn man die Sachen vorarbeitet, geht schneller, habe ich abgesehen, wie das so funktioniert, wie ich das mache. So, ich muss mal das Kostüm wieder ausziehen, sonst kann ich gleich auch hier noch kehren. Das kann ich ja auch mal gern. Ja, so schnell geht das. So, Tunika so. Und mach jetzt so. Damit ihr seht, dass ich am späten Abend das genäht habe. Für euch nur mal ganz kurz, wie ich das gemacht habe. Das eben mit der Nähmaschine vorhin, dass ihr seht, wie die Nähmaschine näht und wie das hier funktioniert. Ja, kann man jetzt sagen. Wenn das komplett alles fertig ist, dann werde ich euch das komplett alles nochmal zeigen. Aber der Rohbau habt ihr jetzt so gesehen. Ist es fast wie fertig. Morgen die Nähten, also die Saum umnähen, das machen. Und dann ist das fertig. Ja, kurzes, ganz kurzes Video. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das gefällt. Das Kostüm, was ich jetzt mal eben für euch genäht habe, um zu zeigen, wie das geht. Das habe ich euch versprochen. Ich mache nochmal für euch ein Kylo-Kostüm und zeige, wie das funktioniert für euch. Damit ihr seht, dass ihr es vielleicht mal nachmachen könnt. Und ein Tipp von mir noch. Wie gesagt, benutzt keinen Billig-Nähgarn. Nehmt einen Nähgarn von Gütermann. Und nicht so ein Billigsknägern. Dann 5D-Maschine, denke ich mal, und dann guckt den anderen Stoff. Und wenn ihr den Stoff verarbeitet, bitte, wenn ihr dieses Kostüm zusammennehmen wollt, macht den Hauptstoff, der man außen ist, von innen die Nahten zunähen, was zugenäht werden muss, und dann dreht ihr es um, habt das Vorderteil fertig. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Es hat Mike hat gebaut. Bis dann, ciao.